Hello, my friends of the Little Entertainment. This is Private Paula, and welcome to a new. Sag ich dir mal. Welcome to the next episode of Private Paula. Ja, ich habe gehört, ich soll mal auf Englisch machen, damit man mich auch eventuell in Norwegen versteht oder irgendwo anders. Ne? Kann ich aber nicht. Zumindest nicht so spontan. Ich bin unterwegs nach Aachen. Der nächste Auftrag, the next customer is around the corner. Now goes it loose. Ja, ich habe alles eingepackt, was ich habe. Der nächste Customer ist in dem Fall Tillmann Schneider, seines Zeichens Gitarrist. Und er hat, glaube ich, auch noch einen richtigen Beruf. Entschuldigung. Und ja, ich fahre jetzt nach Aachen. Er wohnt eigentlich in Köln. Wir machen wieder mal ein Musikvideo. Diesmal der etwas ruhigeren Art. Er ist nämlich so auf schon Jazz und ein bisschen soulig ist das, glaube ich, auch schon. Ja. Und da fahren wir jetzt hin. Ich fahre alleine. Er holt noch die Tänzerin ab, beziehungsweise eine Freundin von ihm, die heute ein bisschen tanzen möchte. Und die holt er ab und dann treffen wir uns in Aachen an einem Hotel. Es soll nämlich so ein bisschen, sagen wir mal, verrucht sein, ne? So ein bisschen dreckig. Ihr werdet das gleich erfahren. Die rechte Spur verwenden und die Ausfahrt auf B57 Richtung Aachen Zentrum nehmen. So, hier sind wir auch schon in Aachen angekommen. Es war eine sehr angenehme Fahrt mit ein bisschen Stau immer mal wieder zwischendurch, aber das ist nun mal unter der Woche so. Erster Stopp ist ein Hotel. Und zwar, nein, ich fange mal anders an. Das Ding soll eigentlich in New Orleans spielen. Und zwar gibt es da immer ein großes Straßenfest einmal im Jahr. Und da soll das Ganze eigentlich stattfinden. Das heißt, wir müssen hinterher wahrscheinlich mal gucken, ob wir eventuell noch Stock-Footage nehmen. Damit das Ziel befindet sich rechts. Ja, ich weiß. Merowingerstraße 2. Danke. Ja. Ziel erreicht. Siehst du, jetzt habt ihr die Adresse auch. Und dann müssen wir mal gucken, ob das mit Stock-Footage eventuell hinterher dann noch ein bisschen schöner wird. Ne? Ich habe da schon mal geguckt. Es gibt so ein paar Flüge über New Orleans und so weiter. Aber das gucken wir dann hinterher. Jetzt erstmal rein ins Hotel. Das zweite ist, wir müssen ja irgendwie dieses Straßenfest auch simulieren. Und deswegen sind wir auch in Aachen, weil heute Abend ist in Aachen Kirmes. Und da gibt es immer viele bunte Lichter. Und da ist es wahrscheinlich ja, ganz gut, dass wir da auch noch ein bisschen filmen. Und mal gucken. Also, ich parke jetzt erstmal und dann geht es erstmal guten Tag sagen. Ich kenne den Tillmann übrigens noch nicht. Weil wir haben bis jetzt nur telefoniert und haben uns noch nicht getroffen. Deswegen auch da. Mal gucken. So, Parkplatz habe ich auch gefunden. Ehrlich gesagt, wenn ich auf das Thermometer gucke, habe ich gar keine Lust auszusteigen. Ne? 32 Grad haben wir hier. Wir haben 14 Uhr. Also ich denke, das wird es dann gewesen sein für heute. Aber es ist warm. Gut, dass dieses Zimmer eine Klimaanlage hat. Hoffe ich. Bisschen. Immer mehr. Ja, wir sind im Zimmer angekommen und es ist ein bisschen klein. Also wir hätten gerne was Größeres gehabt, aber was soll man machen? Ne? Man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Dafür ist der Flur ganz schön. Den könnten wir eventuell auch noch mit einbauen. Wackel ich schon wieder? Entschuldigung. Das Zimmerchen, etwas klein und hier ist einer der Hauptakteure. Ne? Völlig unvorbereitet. Ich mache das ja immer ganz gerne. Ich mache einfach die Kamera an und los geht's. Ja? der Till, du bist ja eigentlich ein Musiker, ne? Der eigentlich. Ja, aber nur eigentlich. Eigentlich nur die Musik. Ja, und theoretisch. Wir haben hier im Badezimmer noch eine junge Dame. Und die wird dann für uns ein bisschen tanzen heilen. Ne? Wir gucken mal, was hier so passiert. Ich will auch tanzen. Du willst auch tanzen? Wir kriegen das alles hin. Wir haben diese geile Maske. Guck mal hier. Der Knaller. Und wir überlegen gerade, welche Schuhe. Kannst du die anderen nochmal rausholen? Guck mal, wir haben also einmal die hier oder die. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die gut. Deswegen nehmen wir die. Finde ich besser. Wir haben da noch so ein paar schwere Entscheidungen zu treffen. Ne? Und dann müssen wir dieses Zimmer hier noch ein bisschen verrucht bekommen. Und wir haben Flügel. Guck mal, wir haben fette Flügel.
Ja. Also, ziehst du die an, ja? Pass auf, ich zieh die jetzt an. Ja, witzig, ne? Jetzt machen wir von vorne, guck mal. Guck mal, dreh dich mal hin. Ja, doch. Ja, sieht gut aus. Das wird gut. Läuft. Yes. Komm mal. Nee. Geh mal ein bisschen ins Licht. Ja. Das sieht sehr gut aus. Auch komplett in Schwarz. Und jetzt noch die Jetzt komme ich wie so ein italienischer Gangster mit einem weißen Unterhemd, der Knall. Ja. Das ist übrigens keine echte. Ich wollte das nur noch mal sagen. Das ist eine Spielzeugpistole, damit ihr Bescheid wisst. Nur zum Flex. Ja, nur zum Flex. Das ist doch ein Flex. Soll ich noch mal das rote... Ich weiß nicht, ob ich in dem roten Kleid tanzen kann. Nein, lass das. Wir haben ja ein bisschen was mitgebracht. Das muss ja jetzt irgendwo hin. Und da wir ja nur ein sehr kleines Hotelzimmer haben, müsste das jetzt eben einfach in die Dusche. Und. Es ist ein very kleines Room. Und. Komm, wir bringen meine Sachen weg hier. Hast du ein bisschen mitgebracht, nur, ne? Nur ein bisschen. Ah. Ich habe echt nur ein bisschen. Minimalanforderungen, ne? Mhm. Okay. Ich mache auch mal ein kurzes Selfie. Mach mal kurz. So, wir sind jetzt hier am Bend, da ist hier die Kirmes. Kirmes. Die ist natürlich eingezäunt, deswegen müssen wir jetzt erstmal höher. Wolltest du die Maske erstmal drin lassen und wir machen das gleich? Oder wolltest du direkt mitnehmen? Können wir vielleicht einmal drüber laufen. Krass, ne? Also ist schon krass. Und dann, wir nehmen nur die Kamera mit. Wir gucken jetzt erstmal. Weil alles eingezäunt ist und ich dachte, wir könnten so ein bisschen weiter weggehen und könnten dann von da aus filmen. Weißt du? Aber ne, ist leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Kommt doch nicht mehr rein. Wir sind fertig und fahren jetzt nach Hause. 0:52. Tracy, es hat mir total Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, ne? Es hat richtig Spaß gemacht. Ja, danke. Und ich hoffe, dieses Video geht viral. Ja. Oder? Natürlich. Ja. Sag tschüss. Tschüss. Ich sag tschüss. So. Und ich mache immer so, wie in den 80ern, ja. Wenn die kann ich dir noch einmal sagen? Fertig sind. Kann ich noch eine Sache machen? Danke. Boom. Ich würde es auch machen, aber ich habe einen kleinen. Ich mache jetzt Plopp und dann ist das zu Ende. Also.